So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen bei einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge haben wir einen schönen Raum erkundet und wir gucken jetzt mal, wie es einfach weitergeht. Wir gehen jetzt in den tollen Raum hier wieder zurück, wo wir nichts sehen konnten. Und gehen jetzt hier hin. Nein, wir gehen nicht dahin. Wir gehen hier hin. Was ist das für eine Gestalt, die wir da immer sehen? Vor allem, die sitzt da noch. Ja, okay. Mach die Tür auf. Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt! Er lügt seinen Sohn an. Sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort. Dieser Heuchler. Dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder mal bestrafen, denn er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sich gegen mich verwenden. Glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Entschuldigung. Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot. Wer ist Laura? Und warum sind hier diese Blair Witch-Kreuze? Überall. Hallo? Hallo? Hier sind noch mehr Küsten zum Zerstören. Okay, es sind Rätsel. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass es sich hierbei um Rätsel handelt. Okay, wir müssen es nochmal neu machen. Okay. Also gut, in dem Raum wissen wir ja, wir müssen die Sonnenblume aussuchen. Das ist schon mal uns soweit bewusst. Haben wir durch einen dummen Zufall anscheinend gemacht. Nicht besser. So, weil hier sehen wir ja die Sonnenblume. Sehe ich noch irgendwelche Möglichkeiten, also dahinter zu kommen und so? Nö. Na gut. Gut, das hätten wir. Er ist immer wieder gruselig. So, als nächstes hätten wir den hier. Ich würde gerne wissen, was für ein. Was ist das für ein Schleier, der da die ganze Zeit sitzt? Er macht mich völlig kirre. Und dieses unscharfe Gucken macht mich genauso kirre. So, hier haben wir wieder unsere geile Notiz mit Laura ist nicht tot. Kannst du bitte aufhören zu heulen? Das macht mich ganz schön kirre. So, wir haben hier mit drei. Da unten, seht ihr das? Deswegen ist die hier richtig. Warum machen wir das? Also... Das sieht echt nach einem. Wow, nach einem Ritual aus oder so. Da ist doch auch wieder links. Dieser blöde blaue Schleier. Oh Mann!
Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome, stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Was? Was hat er denn versucht? Hat er versucht, hier wirklich die, die Körper zu übernehmen? So nach dem Motto, irgendwie, ja, ich nehm's mal. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Gehirn, wir haben hier die Knöpfe. Leider kann ich hier jetzt schon nicht erkennen, was für Knöpfe das sind. Aha. Einmal mit und einmal ohne. Einmal mit und einmal ohne. Ah, da war mit. Also, mit. Aha. Rätsel gelöst. Aber ich frage mich immer noch, warum wir den ganzen Kram machen. Und wo ist der Doktor? Und wo ist alles andere? Und was passiert hier? Hier gibt's kein Guckloch, ne? Hier gibt's ein Blair Witch-Zeichen. Und ja, ich weiß, dass es nicht Blair Witch wahrscheinlich ist, sondern was komplett anderes, ist mir aber scheißegal. Für mich ist das Blair Witch. Wo sind wir hier? Okay. Hallo? Ist da jemand drinne? Ja, da ist jemand drinne. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hergebracht. Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an... an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ja, ich... Oh. Joseph! Bitte, what? Schon viel besser. Also... Hä? Wir waren... Also, ich verstehe es jetzt auch nicht so ganz. Wir waren mit Joseph doch in der Klinik. In der Klinik, die Klinik ist doch zusammengebrochen. Wir sind doch mit dem Rettungsdienst, mit Nicole Kidman für Arme und dem Arzt sowie dem Patienten sind wir doch geflüchtet. Und Joseph war doch gar nicht mehr da. Joseph war doch in der Klinik. Okay. Also wir scheinen wieder in der Klinik zu sein, obwohl wir eigentlich gar nicht mehr in der Klinik sein dürften. Also wir sind vielleicht noch in der Klinik. Wir müssen hier raus. Ja, ist ja gut, beruhigen Sie sich. Von dem Doktor sein. Was höre ich da? Was hören da meine kleinen, Warum rennst du denn jetzt schon wieder vor? Alter, jetzt, ich krieg jetzt schon einen Anfall mit Joseph. Warum sehe ich hier nichts? Warum ist es nicht so scheiße dunkel wie sonst was?
Ja. Nichts drin. Da ist was drin. Munition. Finde ich gut. So, komm, wir verbrennen den jetzt mal hier. Nur vorsichtshalber. Boah, ich kann jeden Schrank öffnen? Das ist ja mal mega. Wenn da überall ein bisschen was drin ist, dann... Am meisten würde ich mich über Munition freuen. So richtige geile Shotgun-Muni. Oder Leichen, die mir einfach rausfallen. Vielleicht lässt er ja die Messer da liegen? Nein. Schade. So, hier gibt es nochmal was. Was haben wir sonst noch hier? Haben wir sonst noch was? Sonst haben wir nichts weiter hier. Laden wir mal die Shotty durch. 2 Schuss. So. Das würde ich jetzt ungern anbrennen, weil ich glaube, das brauche ich später noch für einen Rückzugspunkt. Dass wir hier irgendwie uns retten können. Und zum Beispiel dafür. Halt die Augen auf. Joe, Joseph. Joseph, mach mal. Nice, Joseph. Nice, nice, very nice. Okay, Joseph ist gar nicht manchmal vielleicht doch für irgendwas zu gebrauchen. Der scheint auch unendlich Munition zu haben. Das finde ich schon mal awesome. So, da heißt jetzt im Umkehrschluss, hier dürfte safe sein. Hat sich ja schon mal die Red Room von Le Joseph gelohnt. Oh, bisschen Munition? Aber leider für die falsche Waffe. Warum ist das so scheiße dunkel? Du siehst nichts. Komm, wir verbrennen den mal, oder? Was müssen wir jetzt sagen, verbrennen? Nice. So, haben wir denn hier noch irgendwelche Munitionssachen drin? Ne, haben wir nicht. Haben wir denn, hat der denn hier... Ne, hat er... hat er nicht. Wer hat das daneben? Ah, hier war noch was, was ich nicht gesehen habe. Okay. So, haben wir denn hier noch irgendwelche interessanten Sachen? Oh. Da lohnt sich doch nachher das ganze Speichern nochmal dreimal so gut. Drei. So, lass uns mal hier reingucken. Oh, wer hat das denn? Welche Richtung? Ich bin der Meinung, dass ich das wahrscheinlich hier unten brauche, wa? Hier unten brauche ich aber bestimmt hier so ein bisschen X plus
nochmal treten? Nee, kann ich nicht. So, was ist hier schon wieder? Hello from the other side. Ich hätte dieses Munitionsdingensbummens mitnehmen sollen. Because of... Da sind ganz viele Explosionsdinger dabei. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Als ob. Können wir einfach weggehen? Ja, genau. Er entschärft hier alles. Ja, moin. Joseph, das ist das zweite Mal, dass du dich hier gut machst. Gut, 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 gut. Das ist nicht gut. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Merkwürdig ist gar kein Wort dafür. Hey Joseph, Alter, was ist denn mit dir los? Junge, ist doch mal ein Snickers. Jetzt noch, nö. Warum soll ich denn jetzt heilen? Wie viel ist er denn verwundet? Mir geht's gut, keine Sorge. Ja, kriegst ein bisschen was. So, also Joseph ist auf jeden Fall irgendwie nicht er. Zumindest nicht richtig. Und wir müssen ihn jetzt trotzdem mitnehmen. Ich meine, er hat jetzt auch schon uns zweimal den Arsch gerettet. Lockvogel gespielt und hat eine Bombe entschärft. Da kann man auch mal drüber hinwegsehen, wenn Joseph ab und zu mal so eine kleine Anfälle hat. Oh, hier ist wieder ein Save Point. I love Save Points. So, wir nehmen hier ein bisschen Munition mit. So, hier draußen sieht aus, als ob... sieht sehr nach Endboss-Stimmung aus. Hey, ich hör auf. Ja, beruhigen Sie sich. Oh yeah. Wir werden jetzt erstmal unsere Stats wieder verbessern. Wir kommen immer wieder. Ich hab's gewusst. Okay. Was hast du gewusst? Fühlen Sie sich besser? Was ist hier los? Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch nur Spitze des Eisbergs. Patienten der Bacon-Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden. Oho. Das ist ja mal nicht so. Oh, wir haben ja auch wieder einen Schlüssel. Ah, da hat es sich richtig gelohnt, hier reinzugehen. Leider kann ich hier die Tür nicht so, wie ich gewohnt bin, auftreten. Hier muss ich die Sequenz anscheinend wirklich abwarten. So, wir haben ja letztes Mal die drei Dinger da geöffnet. Dann haben wir angefangen, da drüben weiter zu öffnen. Wir werden hier auch weitermachen. Was haben wir hier? Vier so eine Elektrodinger. Nice. Elektro-Schmeckto, sage ich dazu immer. Aber... Nehmen wir mit. So, und wir haben ja über 10.000, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, über 10.000
Punkte, die wir jetzt natürlich in die Statistiken reinklatschen. Was nehmen wir denn da? Also, wir könnten hier die Lebensanzeige, maximale Sprintdauer, Nahkampfschaden und Spritzenwirkung. Nahkampfschaden bin ich echt am Überlegen, weil Nahkampfschaden bringt ja... Also, ich kann die Leute nahkampftechnisch nicht killen. Lebensanzeige geht bis zu 150. Maximale Sprintdauer bis zu 10 Sekunden. So, wovon habe ich denn am meisten Munition? Am meisten Munition habe ich witzigerweise für den Revolver. Also werden wir mal beim Revolver machen... Schadensmultiplikator. Nice. Kritisch 10-50%. 50% könnten wir hoch machen. Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität 7. Ist bei einem Revolver so... Also, dass ich bis zu 12 in einer Trommel haben kann? Nein. Das geht nicht. Das geht nicht. Ah. Hier können wir die Zielgenauigkeit machen. Hier haben wir schon natürlich ein bisschen aufgedüttelt. So. Wir könnten jetzt natürlich auch die kritischen Schaden machen. Hier könnten wir erhöhen die Feuerkraft für mehr Schaden. Ja, 120%, 140, bis zu 200% könnten wir das Ding aufmöppeln. Wir haben 6000, braucht die nächste Verbesserung. Alter, leck mir am Arsch. Dann nehme ich doch lieber den kritischen Treffer mit. Mach nochmal einen kritischen Treffer. 9000! So. Was haben wir denn noch? Kaliber 45. 20 Schuss. Nehmen wir auch nochmal mit. Den Rest sparen wir uns, würde ich sagen. Ah, sparen wir uns den Rest? Ja, den Rest sparen wir uns. Ja. Ja, So, nice. Dann heißt es für jetzt erstmal speichern. Und bevor ich jetzt anfange zu speichern, sage ich, es ist heute etwas eine kürzere Folge. Mal wieder. Ich hoffe trotzdem, oder ich gehe davon aus, ihr hattet trotzdem heute hoffentlich Spaß, mir dabei zuzuschauen, wie wir heute hier ein bisschen weitergekommen sind, ein bisschen mehr Progress reinbekommen haben. Mit Joseph, weiß ich noch nicht ganz genau, ob das so gut ist, dass Joseph mit dabei ist. Wenn er sich da so verwandelt, stellt er schon eine Gefahr dar. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Im Zweifelsfall muss ich Joseph eine Kugel in den Kopf jagen. Wir hoffen mal nicht. Wir hoffen vielleicht, dass wir ihn geheilt bekommen. Ansonsten schaltet wieder ein, wenn es bei heißt wieder eine weitere Folge The Evil Within. Und bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing.